Ich begrüße Sie sehr herzlich zu einem Thema, das uns alle angeht, von dem wir alle sicher noch ein bisschen mehr brauchen können, nämlich Glück. Heutiges Thema, wie man das Glück abonniert. Haben Sie sich schon einmal überlegt, was Glück für Sie bedeutet? Denn Glück sieht für jeden anders aus. Welche Art Glück suchen Sie? Und auf dem Weg zum Glück werden Sie erkennen, glücklich sein kann man lernen, muss man lernen. Entwickeln Sie am besten heute hier Ihr Talent zum Glücklichsein. Das beginnt damit, dass Sie zunächst einmal alles loslassen, was nicht zu Ihrem Glück beiträgt. Schauen Sie jetzt nicht Ihren Partner an, der könnte das missverstehen. Und indem Sie alles loslassen, was Sie nicht wirklich glücklich macht, werden Sie immer glücklicher. Fangen Sie an, wirklich die Hauptrolle in Ihrem Leben zu spielen. Und prüfen Sie einmal, ist das wirklich Ihr Leben, was Sie leben? Verwirklichen Sie Ihren Lebenstraum? Haben Sie überhaupt einen konkreten Traum? Viele Menschen, die am Ende ihres Lebens feststellen, dass sie ihren Traum nicht verwirklicht haben, erkennen, sie hatten gar keinen. Wir haben irgendwann auf dem Weg das Träumen verlernt. Also sollten wir wieder träumen lernen. Und wir sollten negative Überzeugungen erkennen und auflösen. Zum Beispiel, es läuft im Leben nun mal nicht immer so, wie man das gerne hätte. Wer bestimmt das denn? Fangen Sie heute an, Ihre Zukunft nach Ihren Wünschen zu gestalten. Jetzt, nicht irgendwann. Jetzt. Und das beginnt natürlich damit, dass Sie sich bewusst machen, was Sie eigentlich wollen. Fangen Sie heute an, den Weg der Freude zu gehen. Denn das Glück wartet auf Sie. Lassen Sie es nicht länger warten. Glück ist, dafür zu sorgen, dass man es hat, wenn man es braucht. Und eigentlich kann man es immer brauchen. Warum geben Sie dem Leben nicht einen Dauerauftrag? Das geht wirklich. Man kann sein Glück abonnieren. Dieses Universum ist die Bühne für das einmalige und faszinierende Schauspiel, das wir Leben nennen. Und es lädt Sie ein, die Hauptrolle darin zu spielen. Und Sie haben in jedem Augenblick die Wahl, das Spiel neu zu bestimmen. Und alles, wirklich alles, ist möglich. Und vor allen Dingen können Sie natürlich auch bestimmen, wie das Spiel ausgeht. Bewusst oder unbewusst versuchen alle Menschen glücklich zu werden. Aber man muss eben auch sein Talent für das Glücklichsein optimieren. Denn Glück kann man anziehen oder zuverlässig verhindern. Und die meisten Menschen verhindern zuverlässig ihr Glück. Mit dem Eintritt in dieses Leben haben sie bereits eine erste Wahl getroffen. Zu welchen Eltern sie gehen, in welches Land, in welche Zeit, in welches soziale und wirtschaftliche Umfeld. Alles Faktoren, die einen beachtlichen Einfluss auf ihr Glück haben können. Und da spielt natürlich die eigene Identifikation eine Rolle. Ob ich mich als Glückskind oder als Pechvogel sehe. Und indem ich das glaube, verursache ich es dadurch und erlebe es so. Das wäre also ein Schritt, den Sie jetzt gleich tun können, dass Sie einmal Ihre eigene Glücksidentifikation überprüfen. Was erwarte ich vom Leben? Im Wesentlichen Glück oder nur Glück? Oder gemischt oder es kommt halt, wie es kommt?
Oder sie entscheiden sich jetzt, ihr Glück selbst in die Hand zu nehmen. Dafür zu sorgen, dass sie es haben. Manche glauben auch, dass Glück oder Pech vorbestimmt ist. Und dadurch wird dieser Glaube wieder zur Ursache. Die Vorbestimmung entsteht durch den Glauben an die Vorbestimmung. Halten wir also fest, in jedem Augenblick haben Sie die Wahl. Zum Beispiel jetzt. Sie könnten ein ganz neues Leben anfangen, mit ganz neuen Inhalten. Sie können diesem neuen Leben ein neues Ziel geben und Sie können dafür sorgen, dass Sie es sicher erreichen. Allein das ist schon Grund genug, glücklich zu sein. Zu wissen, ganz gleich, was bisher war. Es kann so katastrophal sein, wie es gewesen ist. Spielt überhaupt keine Rolle. Ist ja sowieso vorbei. Ist Vergangenheit. Von diesem Augenblick jetzt an kann ich bestimmen, was der Inhalt meines Lebens ist. Und da habe ich ganz verblüfft mit Tausenden festgestellt, dass die meisten Menschen nicht wissen, was sie wollen. Wie aber kann ich bekommen, was ich will, wenn ich nicht weiß, was ich will? Das heißt, die meisten wissen ziemlich genau, was sie nicht wollen. Immer wieder kamen Menschen zu mir in die Praxis, fast jeden Tag. Und ich dann fragte, was kann ich für sie tun, sagt er zum Beispiel, ja, ich hätte gerne keine Kopfschmerzen mehr. Und ich sage, gut, und was hätten Sie gerne? Ja, wie ich schon sagte, ich hätte gerne keine Kopfschmerzen mehr. Also sage ich, Sie sagen immer, was Sie nicht haben wollen. Was wollen Sie denn? Er sagt, ja, wie soll man das sagen? Ich will eben keine Kopfschmerzen mehr haben. Ich sage, Sie könnten zum Beispiel sagen, ich möchte gern, dass ab sofort mein Kopf in jeder Situation frei und klar ist, dass ein wunderbares Wohlgefühl meinen Körper durchströmt. Sagt er, genau das will ich. Er sagt, dann sagen Sie es auch. Halten wir also wieder fest, ich kann beim Leben nicht bestellen, was ich nicht will. Stellen Sie sich vor, Sie rufen beim Warenversandhaus an und sagen, ich hätte gern kein blaues Kleid. Oder Sie gehen rüber zum Bahnhof und sagen, ich will nicht nach Zürich. Er sagt, dann treten Sie zur Seite, bis Sie wissen, was Sie wollen. Das heißt also, ich muss mich zunächst einmal entscheiden. Es erscheint selbstverständlich, aber da machen mindestens 80% oder 90% den Fehler. Sie wissen nicht genau, was Sie wollen. Sie wissen bestenfalls genau, was Sie nicht wollen. Also könnten Sie sich gleich jetzt hier entscheiden. Was will ich eigentlich? Und wenn ich glücklich werden will, wie sieht das aus? Was beinhaltet das eigentlich? Jeder findet sein Glück woanders. Der eine vor dem Traualtar, der andere vor dem Scheidungsrichter. Glück ist immer ein Maßanzug. Und es kommt immer zur rechten Zeit, in der richtigen Form und zum Richtigen. Aber ich sollte auch da sein, wenn das Glück kommt. Präsent sein. Viele Menschen leben in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Da ist Glück nicht. Leben ist nur in diesem Augenblick jetzt. Sonst geht es Ihnen so wie dem Mann, der sagte, gestern war das Glück bei mir, aber ich war unterwegs, Glück suchen. Glück muss auch nicht immer Glück bringen, wovon viele Lottomillionäre ein Lied singen können. Aber es gibt eine Form des Glücks, die alle gleichermaßen als Glück empfinden. Das ist zu lieben und geliebt zu werden. Wobei sich die meisten wiederum nur für den Teil der Liebe interessieren, den sie bekommen. Sie wollen geliebt werden. Männer machen es sich da einfach. Sie meinen, die Tatsache, dass sie als Mann geboren sind, reicht völlig aus. Damit haben sie alle Voraussetzungen erfüllt. Der Rest ist jetzt Sache der Frau. Frauen tun da schon ein bisschen mehr, die schminken sich, machen sich schön und das dauert. Aber das Ergebnis kann sich sehen lassen, also meistens jedenfalls. Und Männer wollen das dann auch immer anfassen, sollten sie nicht tun, haben Frauen gar nicht gern. Anschauen, ja, bewundern, ja, aber anfassen, machen wieder alles durcheinander. Ja. Aber wirkliches Glück kommt nicht durch den Teil der Liebe, den ich bekomme, sondern durch den Teil, den ich gebe.
Also sollte ich prüfen, bin ich überhaupt fähig, wirklich zu lieben? Liebe ich irgendwas, irgendwen in diesem Leben? Und warum? Machen Sie sich einmal bewusst, warum lieben Sie zum Beispiel Ihren Partner? Was haben Sie für eine Entschuldigung? Weshalb lieben Sie Ihren Partner? Weil er so ist, wie er ist. Weil er so ist, wie er ist. Das war natürlich eine Fangfrage jetzt. Denn alles, was Sie jetzt sagen, ist falsch. Wenn ich jemanden liebe, weil, ja, liebe ich ihn nicht wirklich, dann liebe ich etwas an ihm, sein So-Sein oder sein Aussehen oder was auch immer. Das hat mit Liebe noch nichts zu tun. Liebe braucht keinen Grund. Liebe ist etwas, das geschieht und dann brauche ich dafür keinen Grund. In Wirklichkeit ist es ein Glück zu leben. Und alles, was passiert, ist ein zusätzliches Geschenk. Ich bedanke mich jeden Morgen für das wunderbare Geschenk zu leben. Und in dem Bewusstsein zu sein, ich kann vom Leben alles haben. Und ich kann so viele Fehler gemacht haben, wie ich will bisher, die sind vorbei. Und in jedem Augenblick jetzt liegt mein Lebensbuch aufgeschlagen, leer und wartet auf meine Eintragung. Das ist Ihre Situation auch. Das heißt, machen Sie sich bewusst, ob Sie eine schwere Kindheit hatten oder eine leichte, ist ohne jede Bedeutung, ist sowieso vorbei. Es geht nur darum, dass Sie jetzt bewusst bestimmen, was geschehen soll. Sie können jederzeit ein neues Spiel beginnen im Spiel des Lebens. Und Sie können bestimmen, wie es ausgeht. Sie sollten sogar bestimmen, wie es ausgeht, bevor Sie beginnen. Denn am Start stehen Gewinner und Verlierer schon fest. Die Verlierer brauchten gar nicht starten, die könnten gleich zu Hause bleiben. Und die Gewinner brauchten sich keine Sorgen machen, weil sie ja sowieso gewinnen. Und Sie haben die Wahl zu entscheiden, zu welcher Gruppe Sie gehören. Für den Gewinner ist der Leitsatz: erst gewinnen, dann beginnen. Also, nehmen Sie erst das Ziel in Besitz, das, was Sie erreichen wollen, erleben Sie es jetzt in der Imagination, in der Vorstellung. Und wenn Sie es in Besitz genommen haben, wissen Sie, dass Sie es erreichen. Und dann können Sie sich frohen Herzens auf den Weg machen, weil Sie wissen, dass Sie wieder einmal gewinnen. Aber in Wirklichkeit ist Glück natürlich ein innerer Zustand und ist völlig unabhängig von äußeren Ereignissen und Umständen. Sie können auch unter schwierigsten Umständen glücklich sein. Und viele Menschen sind eigentlich unter recht glücklichen Umständen, aber sind überhaupt nicht glücklich. Es ist also eine innere Haltung. Das meine ich mit Glückstalent. Und es gehört natürlich auch eine bestimmte Haltung dazu. Wenn ich die Treppe hinunterstürze und mir ein Bein breche, dann ist das für den einen ein großes Unglück und er beschwert sich und jammert. Und der andere sagt, habe ich Glück gehabt, dass ich mir nicht das Genick gebrochen habe. Also es kommt immer darauf an, wie Sie mit den Dingen umgehen. Es ist jedenfalls schön, dass Sie hergekommen sind. Das zeigt, dass Sie bereit sind, sich Zeit zu nehmen für ihr ganz persönliches Glück. Und wenn bisher noch nicht alle Wünsche in Ihrem Leben in Erfüllung gegangen sind, dann kann sich das heute ändern. Erleben Sie, wie Sie alles, wirklich alles vom Leben haben können, auch wenn die Umstände nicht glücklich machen. Aber es kann glücklich machen, wirklich sein Leben zu verwirklichen und seine Ziele zu erreichen. Das Leben ist ein Spiel. Sie sind am Zug und dieses Leben findet Ihnen zur Freude statt. Und in jedem Augenblick können Sie wählen. Also machen Sie sich einmal bewusst, ich bin ein Schöpfer. Ich bin endlich aufgewacht, ich brauche nur zu wählen, kann vom Leben alles wirklich
alles haben. Die Suche nach dem Glück gestaltet sich für die meisten ein bisschen schwierig, weil keiner so genau sagen kann, was er eigentlich sucht. Wie sieht das Glück aus? Und wie erkenne ich es, wenn ich es denn gefunden habe? Sehr oft merken wir erst, wenn wir es verloren haben, dass das das Glück war. Also, das wäre wieder ein Schritt, den Sie gleich vollziehen können. Definieren Sie einmal Ihre Form von Glück. Was bedeutet für Sie Glück? Können wir vielleicht ein bisschen Erfahrung austauschen? Was bedeutet für Sie Glück? Ein Aspekt des Glücks. Das zu tun, was ich gern tue. Das zu tun, was ich gerne tue. Wer könnte Sie daran hindern? Niemand. Eben, ja. Aber prüft die anderen einmal, tun sie alle wirklich das, was sie gern tun? Gehen wir noch einen Schritt weiter. Tun sie nur das, was sie gern tun? Oder gibt es etwas, was sie tun, das sie Arbeit nennen müssten? Ja. Ist jemand unter uns, der gelegentlich noch arbeitet? Also wann immer Sie sich beim Arbeiten erwischen, sollten Sie sofort alles fallen lassen und zur Vernunft kommen. Weil das gehört nicht in Ihr Leben. Sie sollten nichts tun, was Sie Arbeit nennen müssten. Und dann sagen Sie, ja, ich muss ja Geld verdienen. Wer sagt das denn? Es genügt doch vollkommen, dass Sie es haben. Sie müssen das doch nicht verdienen. Ja. Und dann überhaupt mit dem Verdienen machen wir uns das noch einmal bewusst. Wir sind in der deutschen Sprache benachteiligt, weil wir Geld verdienen. Wir machen uns da gar keine Gedanken. Das ist eben so, die Sprache gibt es vor. In anderen Sprachen kommt man ganz anders zu Geld. Ja, allein schon die Haltung eines Amerikaners, ja, der sagt, I go to make money. Ja, ich mache Geld, das ist doch was ganz an, dienen hört sich so nach Schwitzen an, kommt man abends kaputt nach Hause, ja. Geld machen, das ist so was Sportliches, ich mache jetzt mal ein bisschen Geld so, ja. Oder die Engländer, to earn money, ich gehe einfach ernten, nichts sehen, nur ernten, einfach kassieren, ja. Ja, so haben die ein Weltreich aufgebaut, sind nach Indien gegangen, haben gesagt, Kameraden, gehört jetzt alles der Krone hier, alles abliefern, was wertvoll ist, ja, ernten. Oder die Schweden, die bekommen Geld. Oder die Franzosen als Lebenskünstler, gagner d'argent, die gewinnen Geld. Ja? Oder die Ungarn, die suchen Geld, haben es bis heute nicht gefunden. Ja, also Sie sehen, allein die Sprache gibt schon ganz unterschiedliche Haltungen zum Geld vor. Und jetzt machen Sie sich einmal frei von diesen Vorgaben der Sprache und überlegen Sie einmal, wie möchten Sie am liebsten zu Geld kommen? Verdienen, glaube ich, scheidet aus. Da gibt es Besseres. Wie wollen Sie es haben? Sitzen Sie nicht nur dekorativ rum und hören Sie ergriffen zu, sondern vollziehen Sie die Schritte, entscheiden Sie sich wirklich, wie kommen Sie ab jetzt zu Geld? Wollen Sie es machen, erarbeiten, bekommen, suchen, finden, gewinnen? Ich habe mich entschieden, schon vor vielen Jahren, Jahrzehnten, ich gewinne Geld. Ich gestatte dem Leben, ich tue nichts, was ich Arbeit nennen müsste. Ich bin auch nicht hier, um zu arbeiten, ich bin ja lange in Rente und habe eigentlich genug für dieses Leben. Ich kann mich zurücklehnen, das Leben genießen, das kann ich schon viele Jahre, aber ich tue das, weil es mir Freude macht. Und das sollten Sie auch tun. Prüfen Sie einmal, ob Sie das, was Sie tun, wirklich tun, weil es Ihnen Freude macht oder weil Sie für Ihr Alter vorsorgen müssen, Ihre Familie versorgen müssen, Geld verdienen müssen. Und da sind wir wieder bei einem wichtigen Punkt, einem Hindernis beim Glücklichsein müssen. Sie müssen gar nichts. Dann kommt vielleicht der eine oder andere und sagt, ja, ich muss sterben. Müssen Sie auch nicht. Sie könnten es nicht mal, selbst wenn Sie es wollten. Ist noch nie einer gestorben. Das geht gar nicht. Sie sind unsterblich. Gut, Sie sind irgendwann in diesen Körper gegangen und der hat ein Verfallsdatum. Irgendwann einmal werden Sie da wieder austreten, weil der entweder nicht mehr brauchbar ist oder
Vielleicht verlassen Sie einen vollkommen gesunden Körper, wie ich das eines Tages machen möchte, der vollkommen funktionstüchtig wäre, aber Sie sagen, nö, ist jetzt genug, reicht, danke, das war's. Und jetzt trete ich aus, so wie man ein Auto am Ziel verlässt. Das Auto ist völlig in Ordnung, aber ich bin am Ziel, also steige ich aus. So könnte man einen Körper verlassen. Auch das ist Ihre Wahl. Gestatten Sie zum Beispiel, Ihrem Körper gesund zu sein. Prüfen Sie einmal, wie ist Ihre Einstellung? Wie sind Ihre Überzeugungen zur Gesundheit? Haben Sie zum Beispiel so unterschwellig die Überzeugung, ja, mit zunehmendem Alter kann man halt von dem Körper immer weniger erwarten. Da sind halt Krankheiten nicht zu vermeiden. Man sieht das ja, der Opa, der war vor 2 Jahren noch richtig gut drauf, aber jetzt hat es ihn doch arg erwischt, halt das Alter. Das Alter macht überhaupt nicht alt. Ja? Sie können so alt werden, wie Sie wollen und vollkommen gesund sein. Das hat nichts damit zu tun. Es ist Ihre Einstellung, es ist Ihre Vorstellung, es ist Ihre Überzeugung. Also ändern Sie die jetzt. Und weil das ein so wichtiger Teil des Glücks sein kann, machen wir das doch mal ganz bewusst. Machen Sie sich einmal bewusst, wer Sie sind. Wer sitzt da auf Ihrem Stuhl? Ist das ein Körper, ein Verstand, eine Persönlichkeit oder alles zusammen oder ein Ego oder ein Unterbewusstsein oder ein Name oder eine Rolle, die ich spiele, eine Position, die ich innehabe? Alles das ist es nicht. Auf diesem Stuhl sitzt Bewusstsein. Sie haben einen Körper, Sie haben einen Verstand, Sie haben einen Namen, Sie haben eine Persönlichkeit. Aber das sind Sie nicht. Deswegen sagen Sie auch, das habe ich. Sie sind der, der das hat. Also prüfen Sie einmal alle, wer hat diesen Körper? Wer hat diesen Verstand? Wer hat diese Persönlichkeit? Und dann erleben Sie sich selbst. Begegnen Sie diesem ewigen Sein, das Sie sind. Das lange war, bevor dieser Körper gezeugt war und immer noch sein wird, wenn dieser Körper lange vergessen ist. Sie sind dieses ewige Sein, das vielleicht wieder in eine neue körperliche Erfahrung eintritt oder sich entscheidet, in eine nicht körperliche Existenz zu gehen und das Spiel zu spielen. Es ist Ihre Wahl. Aber dieses ewige Sein, das Sie sind, das Sie jetzt spüren, das kennt keine Krankheit, das kennt kein Alter. Sie waren noch nie krank. Sagen Sie also nie wieder, ich habe Kopfschmerzen oder ich bin krank. Das geht nicht. Ihr Körper hat Kopfschmerzen, ich aber bin vollkommen gesund. Und wenn Sie sich das bewusst machen, ja, mein Körper kann irgendwas haben, ein Symptom. Ich, dieses ewige Sein, ich bin gesund. Ich bin auch alterlos. Dieses Sein hat kein Alter. Das Wort hat keine Bedeutung für Ihr Bewusstsein. Sie sind ohne Alter. Und im gleichen Augenblick, wo Sie sich dessen bewusst sind, wo Sie also in diesem Bewusstsein leben, sind Sie alterlos? Sind Sie Ihr Alter los? Ja. Und wenn Sie in diesem Bewusstsein leben, beginnt im gleichen Augenblick Ihr Körper das wiederzuspiegeln als vollkommene Gesundheit. Beginnt. Wenn Sie das mal eine Minute machen und dann wieder nicht, bringt das nicht viel. Aber wenn Sie in diesem Bewusstsein bleiben, ich bin nicht der Körper. Ich bin nicht die Persönlichkeit. Ich habe einen Körper. Ich habe eine Persönlichkeit. Ich habe einen Verstand. Ich aber bin. Ich war immer und werde immer sein. Ich bin freiwillig eingetreten in eine menschliche Erfahrung, um bestimmte Erfahrungen zu machen. Und ich kann hier jede Erfahrung machen, die mir wichtig ist.
Und dieses Leben findet mir zur Freude statt. Also freuen Sie sich. Und wenn da irgendetwas ist, das Sie hindert, lassen Sie es los. Gibt es irgendetwas, das Sie gerne loslassen möchten, das Sie aber nicht loslässt? Angst. Wovor könnte man Angst haben? Vor Krankheit. Vor Krankheit. Ja, Krankheit kommt ja nicht so zufällig. Sie können ja nicht hier auf dem Weg zum Seminar zufällig durch ein Rheumafeld gelaufen sein und haben sich infiziert und kriegen jetzt was, sondern Krankheit ist ja eine Botschaft. Jedes Symptom ist eine Botschaft, dass ich irgendwo eine Fehlhaltung habe und ist eigentlich eine Bitte, diese Fehlhaltung zu beseitigen. Und dann verschwindet das Symptom ganz von selber. Das ist wie, wenn Sie eine Mahnung bekommen und Sie bezahlen. Das ist die Mahnung bedeutungslos. Aber die meisten verhalten sich so, wenn sie eine Mahnung bekommen, dann zünden sie eine Kerze an oder machen den Kamin an und im Rahmen einer kleinen Feierstunde verbrennen sie die Mahnung. Nur dadurch ist die Schuld nicht bezahlt. Und das ist das Gleiche, wenn ich dann irgendwo zum Arzt gehe und nehme irgendwelche Tabletten und mein Symptom verschwindet. Ja, deswegen bin ich nicht gesund. Ich habe nur die Botschaft abgestellt. Also brauche ich keine Angst vor Krankheit haben, sondern ich könnte anfangen, gesund zu sein. Wie wäre es jetzt? Jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Machen Sie sich noch einmal bewusst, ich. Und ich ist das höchste Gebet, was es gibt. Ich meint nämlich nicht das Ego, nicht den Verstand, nicht den Körper, nicht die Persönlichkeit, sondern ich kann nicht nur zu dem sagen, der ich wirklich bin. Ein ungetrennter Teil des einen Seins. Ich. Und dann in dieser Erinnerung an meine wahre Identität kann ich sagen, ich bin vollkommen gesund. Ich kann überhaupt nicht krank werden. Ich war noch nie krank. Also werde ich nie krank werden. Und wenn mein Körper ein Symptom schickt, dann ist das nur eine Mahnung, eine Bitte um Hilfe. Und indem ich die Botschaft verstehe und ihm helfe, löst sie sich wieder auf. Der Körper spiegelt mein Heilsein wieder. Also machen wir das doch gerade einmal. Erinnern Sie sich an Ihre wahre Identität, an Ihr wahres Wesen. Machen Sie sich bewusst, ich war immer und werde immer sein. Ich bin vollkommen gesund. Ich war noch nie krank. Ich kann überhaupt nicht krank werden. Und ich habe auch kein Alter. Ich bin. Ich war immer und werde immer sein. Und in diesem Bewusstsein nehmen Sie jetzt einmal Ihren Körper in Besitz. Erfüllen Sie einmal jede Zelle Ihres Körpers mit diesem Bewusstsein vollkommener Gesundheit. Mit Ihrem vollkommenen Heilsein. Und spüren Sie, wie im gleichen Augenblick der Körper beginnt, das wieder zu spiegeln als vollkommene Gesundheit. Und dann werden Sie nicht krank. Es wird eine Zeit kommen, da wird man Krankheit erkennen als Unachtsamkeit, als die Folge einer Unachtsamkeit, dass man etwas falsch gemacht hat und als Botschaft und Bitte, es richtig zu machen, dann verschwindet Krankheit und Symptom ganz von selbst. Das braucht keine Behandlung. Es ist nur eine Erinnerung. Und die Krankheit ist auch gar nicht die Krankheit, sondern die Krankheit ist die Botschaft über die Krankheit, über ein Fehlverhalten und die Bitte um Korrektur. Und wenn Sie heil sind, wenn Sie sich an Ihre wahre Identität erinnern, dann sind Sie jetzt vollkommen gesund. Jetzt. Nicht, ich werde gesund. Verlegen Sie nie etwas in die Zukunft. Ich werde glücklich. Denn Zukunft passiert nie. Noch nie hat einer Zukunft erlebt. Sie erleben immer nur Gegenwart. Zukunft gibt es nicht.
Und Vergangenheit ist sowieso vorbei, ist also auch uninteressant. Also ich bin jetzt, in diesem Augenblick bin ich vollkommen gesund. Und spüren Sie einmal, wie froh Ihr Körper ist, dass er diese Energiequalität, dieses Bewusstsein widerspiegeln kann. Wie gern der gesund ist. Also machen Sie sich das Geschenk. Und das erleichtert natürlich das Glücklichsein. Und dann brauchen Sie nie wieder Angst vor Krankheit zu haben. Denn Angst zieht das an, was ich befürchte. Wenn ich also vor etwas Angst habe, habe ich gute Chancen, das auch zu erleben. Wann immer Sie nicht bekommen, was Sie wollen, haben Sie nur die falsche Ursache gesetzt. Und sobald Ursache und Absicht übereinstimmen, muss das gewünschte Ergebnis in Ihrem Leben als Ihre Realität in Erscheinung treten. Und dann erkennen Sie, es gibt weder Glück, noch Pech, noch Zufall. Es gibt nur Ursache und Wirkung. Und wenn ich die richtige Ursache setze, muss die richtige Wirkung kommen, wie beim Bauer. Wenn der Weizen sät, können nicht zufällig Rüben draus werden, auch nicht Gerste oder Hafer. Dann wächst dort Weizen. Er kann es vorhersagen, er kann sagen, auf diesem Feld wächst Weizen, weil er weiß, er hat Weizen gesät. Und genauso ist es in Ihrem Leben. Sie brauchen weder zur Kartenlegerin gehen, noch zum Hellseher. Sie wissen dann, was passiert in Ihrem Leben, weil Sie haben es ja selber verursacht. Der beste Weg, mit seiner Zukunft umzugehen, ist, sie selbst zu verursachen. Dann wissen Sie auch, was auf Sie zukommt. Und das meine ich mit, alles ist möglich. Aber da stoßen wir möglicherweise an die Grenzen unseres Glaubens. Kann ich das glauben? Denn wenn ich das nicht glauben kann, kann ich es nicht erreichen. Schon in der Bibel heißt es, einem jeden geschieht nach seinem Glauben. Wenn Sie jetzt zum Beispiel glauben, ja, also wenn das so einfach wäre, dann könnte ja jeder, dann brauchte man ja nur, wo kämen wir denn dahin, wenn das jeder machen würde? Ja, wo kämen wir denn dahin, wenn jeder nur sagen würde, wo kämen wir denn dahin? Und keiner geht nachgucken, wo wir hinkommen, wenn endlich einer mal das tut. Ich habe es getan und habe gesehen, wo wir hinkommen. Wir kommen dahin, wo wir wollen. Wir können alles vom Leben haben. Wir müssen es nur verursachen. Ich muss es denken und glauben können. Und alles, was Sie denken und glauben können, können Sie auch erreichen. Alles. Schauen wir mal hin, ob das stimmt. Nehmen Sie mal irgendetwas Unmögliches. Oder wenn Sie nichts wissen, was ganz Schwieriges. Ich habe beschlossen vor 3 Jahren, ich gehe easy zum Kilimandscharo hoch. Und da musste ich noch sagen, ich treibe 0 Sport. Ich gehe hin und wieder mit meiner Nachbarin den Hund ausführen und damit hat sich's. Und ich war oben. Und da war auch jemand, die hat beschlossen, ja, ihr genügt's, wenn sie bis zur letzten Hütte kommt. 4700, die ist genau bei 4700. War fertig. Das ist genau das, also die Vorstellung, ich treibe 0 Sport, höchstens nach dem Essen mal die Uhr aufziehen oder ab und zu mit der Nachbarin einen Hund spazieren führen und dann gehe ich auf den Kilimandscharo. Das zeigt, wir können jedes Spiel gewinnen. Auch wenn der Verstand sagt, wie soll das denn gehen? Da, ja, sage ich auch, mein Verstand sagt das auch öfter, wie soll das denn gehen? Sage ich, mir doch egal. Ja. Ich weiß, dass alles möglich ist und wenn das möglich ist und wenn ich das denken und glauben kann und auch wollen kann in dem Fall, dann geht es. Und dann geht es easy, obwohl es eigentlich gar nicht gehen könnte. Aber Sie brauchen nur einmal überlegen, schon so etwas Einfaches wie einen Parkplatz zu verursachen. Wer hat das schon mal gemacht, einen Parkplatz verursachen? Also die meisten. Ja? Und funktioniert, oder? Aber wenn Sie einmal drüber nachdenken, wie soll das denn gehen? Also woher weiß der, der auf Ihrem Parkplatz steht, dass Sie den brauchen und wann Sie den haben wollen? Ja? Und warum soll der wegfahren? Der kann sagen, mag ja sein, dass du den brauchst, ich brauche den auch.
Ja? Also erstens, wie erreicht ihn die Botschaft und zweitens, warum befolgt er sie? Denn selbst wenn sie unter glücklichen Umständen die private Handynummer vom lieben Gott haben und rufen an und sagen, du, ich brauche heute Abend da vor dem Theater einen Parkplatz, so 8:05, und der liebe Gott sagt, weil du so ein goldiges Kerlchen bist und weil du meine private Handynummer hast, kein Problem, kriegst du deinen Parkplatz. Du musst mir nur auf die Sekunde genau sagen, wann du kommst. Weil ich muss ja dem, der auf deinem Parkplatz steht, sagen, dass er jetzt raus muss. Und wenn ich den zu früh rausschicke, fährt ja ein anderer rein. Und wenn ich den zu spät rausschicke, dann bist du vorbei, kommst du auch, fährt dann ein Hintermann rein, kommst du auch nicht hin. Also du musst das ganz, sagen sie, das kann ich nicht. Ich weiß ja nicht, wie der Verkehr sich entwickelt und wie ich da, er sagt ja, lieber Gott, dann kannst du vergessen, dann geht's nicht. Aber es geht, also rational können wir uns das nicht erklären, aber es geht und es geht jedes Mal. Ich habe es sogar auf die Spitze getrieben. Ich habe vor vielen Jahren schon, das ist fast 20 Jahre her, glaube ich, einen Dauerauftrag erteilt. Ich hatte nämlich einmal vergessen, einen Parkplatz zu verursachen, brauchte dringend einen, musste auf den Zug und wusste, mein Auto nicht loszuwerden in einer fremden Stadt. Und als ich dann gerade noch alles so geschafft hatte und außer Atem auf meinem reservierten Platz saß, dachte, es ist nochmal gut gegangen. Ich muss wirklich in Zukunft dran denken, mir rechtzeitig einen Parkplatz zu verursachen. Man sollte am besten Dauerauftrag erteilen. Dachte ich, Dauerauftrag, tolle Idee. Geht das denn? Naja, kam wieder der Verstand, wie soll das denn gehen? Und dann kam wieder das Bewusstsein, ja, ist nun alles möglich oder nicht? Da habe ich gedacht, ja, natürlich, da muss das auch mit Dauerauftrag gehen. Dann habe ich einen Dauerauftrag erteilt, dass ich nie mehr einen Auftrag erteile, einen Parkplatz zu haben, sondern Dauerauftrag, wann immer ich, wo ich bin, zur dümmsten Zeit, am dümmsten Ort, ist da eben mein Parkplatz. Und da kann es natürlich passieren, dass Sie auf den Parkplatz kommen und sehen, alles voll. Vor der Erfüllung prüft Sie das Leben sehr oft nochmal, ob Sie jetzt drauf reinfallen. Wenn Sie dann sagen, oh, schade, hat nicht geklappt, passiert nichts mehr. Abbestellt. Sie haben gerade Ihren Parkplatz abbestellt. Weg ist er. Ja? Das heißt, ich muss also auch noch im richtigen Bewusstsein sein. Ich nenne es immer das, wo ist er denn Bewusstsein? Also ein Mann wurde zum Militär eingezogen, ging dann zu dem Büro, der Feldwebel sagt, Ihre Personalien. Und er sagt, wo ist er denn? Sagt der Feldwebel, Ihren Namen bitte. Der wieder, wo ist er denn? Sagt er, hören Sie, nuschel ich irgendwie oder sind Sie unterbelichtet? Ich brauche Ihren Namen. Und der wieder, wo ist er denn? Sagt der Feldwebel, ja, also was ist denn mit Ihnen los? Also schickte ihn dann zum Psychologen, der machte dann Tests, sagt, was können Sie hier erkennen? Und egal was, der sagt immer, wo ist er denn? Der schickte ihn zum Psychiater, die Akte wurde immer dicker. Nach 3 Tagen war er wieder beim Feldwebel mit so einer Akte, allen Befund, also völlig untauglich, unbrauchbar, also das kann man nicht. Und dann sagt der Feldwebel, also das ist mir jetzt, ich bin jetzt seit über 20 Jahren dabei, das ist mir noch nicht passiert. Also so jemand können wir hier nicht brauchen. Hier ist Ihr Entlassungsschein. Sagt er, da ist er ja. Ja? Ja. Er wusste am Anfang des Spiels, was er wollte. Er wollte genau das. Ja? Und was die anderen machten, das war völlig egal. Er ließ sich einfach nicht irritieren. Er sagte nur, wo ist er denn? Und diese Haltung, deswegen erzähle ich diese Geschichte, diese Haltung brauchen Sie bei allem, was Sie verursachen. Weil das Leben Sie kurz vor der Erfüllung oft noch einmal prüft, ob Sie sich irritieren lassen, ob Sie auch wirklich sicher im Glauben sind, ob Sie nicht doch noch abbestellen. Und deswegen, egal, wenn Sie etwas bestellt haben und da ist scheinbar nichts, lassen Sie sich nicht irritieren. Sagen Sie, es muss ja da sein, ich habe es bestellt. Also, wo ist er denn? Und siehe da, ja. Und in diesem Bewusstsein werden Sie es erreichen. Sie bekommen vom Leben alles, was Sie wollen. Alles, ohne Ausnahme. Ja? Das Gesetz des Lebens ist nämlich ganz einfach. Es sagt, wenn, dann. Wenn du die richtige Ursache gesetzt hast, dann ist die Erfüllung nicht zu vermeiden. Wenn du aber darauf reinfällst und abbestellst, dann passiert nichts mehr. Wenn, dann. Es ist ganz einfach.
Und Sie können alles haben. Sie brauchen es nur denken und glauben. Das Leben ist ein Spiel. Prüfen Sie einmal, ob Ihr Leben wirklich ein Spiel ist. Es ist so gedacht. Aber Sie können natürlich jedes Spiel spielen. Wenn Sie spielen, das Leben ist ein Kampf, oder das Leben ist Arbeit, oder das Leben ist eine Schule, ja, dann werden Sie genau das erleben. Damit verursachen Sie es nämlich, weil es Ihre Überzeugung ist, dass das Leben so ist, verursacht das, dass das Leben so ist. Und wenn Sie das ändern wollen, könnten Sie das jetzt tun? Fangen Sie jetzt an, gehen Sie in die Überzeugung, das Leben ist gedacht als Spiel. Also ab jetzt fange ich an zu spielen. Und ich bestimme, welches Spiel gespielt wird. Ich bestimme, wie viel Freude es mir macht. Und vor allen Dingen bestimme ich, wie es ausgeht. Und zwar, bevor ich überhaupt anfange. Sie sitzen hier. Bestimmen Sie einmal Ihre Zukunft. Jetzt. Sie brauchen gar nicht in die einzelnen Details gehen, was da alles noch passieren soll. Verursachen Sie doch einfach, oder stellen Sie sich vor, dass die Zeit, die vor Ihnen liegt, ab jetzt glücklich ist. Dass Sie sich richtig wohlfühlen in diesem Leben, dass Sie alles erreichen, was Sie wollen, dass Sie ganz bewusst ein Spiel spielen. Machen Sie sich bewusst, nicht nur das Leben ist ein Spiel, sondern Sie sind am Zug. Das Leben wartet auf Ihre Anweisung. Wenn Sie aber jetzt keinen Zug machen, nichts bestellen zum Beispiel, kann auch nichts folgen. Dann geht das Spiel nicht weiter. Denn wenn das ein Spiel ist und Sie sind am Zug und Sie ziehen nicht, ja, dann passiert nichts. Ihr Spielpartner muss warten, bis Sie gezogen haben. Und dann können Sie sagen, wenn Sie nicht ziehen, bei mir tut sich gar nichts. Ja, natürlich nicht. Das Spiel geht nicht weiter. Sie sind am Zug. Das Leben wartet auf Ihre Anweisung und liefert, was immer Sie bestellen. Achtsamkeit ist auch ein Schritt auf dem Weg zum Glück. Glück entsteht oft durch Aufmerksamkeit in kleinen Dingen und Unglück oft durch Vernachlässigung kleiner Dinge. Achtsamkeit ist wie ein Tor, durch das Sie jederzeit in ein völlig neues Leben eintreten können. Machen wir das auch einmal praktisch. Stellen Sie sich vor, in diesem Augenblick jetzt stellen Sie die Weichen völlig neu. Sie gehen in ein ganz neues Leben. Was bisher war, ist ohne Bedeutung. Das noch nicht, das können Sie bestimmen, jetzt. Also machen Sie sich einmal bewusst, wie sollte Ihr Leben ab jetzt aussehen, damit es ein Glück ist, zu leben. Und Sie werden sehen, Sie müssen eine Weile nachdenken. Sie sind gar nicht vorbereitet, dass Sie alles haben können. Stellen Sie sich vor, da stünde eine Fee vor Ihnen und sagt, weil du so ein goldiges Kerlchen bist, hast du 3 Wünsche frei und 10 Sekunden Zeit, dann sind die Wünsche verfallen. 21, 22, 23. Und wenn überhaupt, werden die meisten einen Wunsch äußern, die meisten gar keinen. Weil so schnell fällt es Ihnen gar nicht ein. Also seien Sie vorbereitet, wenn die Fee kommt. Und dann machen Sie sich bewusst, Sie brauchen keine Fee. Sie sind die Fee. Sie haben unendlich viele Wünsche frei, nicht nur 3, sondern so viel Sie wollen. Und jeder geht in Erfüllung, wenn Sie es nicht selbst verhindern. Also ich muss es bestellen und dazu muss ich wissen, was ich will. Und ich muss es glauben können. Nicht sagen, ja, wie soll das denn gehen? Schon habe ich wieder abbestellt. Dann passiert natürlich nichts. Auch das Glück in der Partnerschaft besteht aus vielen kleinen Aufmerksamkeiten.
und gelegentlich aus einer großen Unaufmerksamkeit. Wenn irgendwann mal in einer Beziehung etwas passiert, was diese Beziehung erschüttern könnte, das Weiseste, was Sie tun können, bemerken Sie es gar nicht. Ignorieren Sie es einfach. Beispiel: Ihr Partner hat Sie betrogen. So ein schlimmes Wort. Der hat Sie überhaupt nicht betrogen. Ich verspreche, der hat dabei gar nicht an Sie gedacht. Und dann sagen wir immer, er ist fremdgegangen. Geht gar nicht. Noch nie ist einer fremdgegangen. Ein bisschen bekannt muss man schon sein. Ja. Aber was ist da so Schlimmes passiert? Eigentlich nicht. Wir können ein Drama draus machen. Wir können sogar die Beziehung beenden und sagen, nein, unter diesen Umständen hätte ich nie gedacht, dass du mir das antust und jetzt will ich mit dir nichts mehr zu tun haben. Jetzt bin ich gegen dich und hasse dich und was weiß ich was. Ja, Kramer gegen Kramer, dann geht es dann los vor Gericht. In Wirklichkeit ist nichts passiert. Eigentlich macht das Leben nur aufmerksam, dass ich auch noch andere schöne Dinge bemerke. Ja. Stellen Sie vor, Sie haben einen Garten und da ist Frühling wie jetzt und da kommen die ersten Blumen. Sie sehen die ersten, sagen, oh wunderschön, da eine tolle Blume, die gefällt mir aber. Dann gehen Sie weiter, einen Meter weiter, ist da noch eine, oh die ist aber auch schön, die gefällt mir. Na, um Gottes Willen, nein, ich finde die ja schon schön, darf ich die gar nicht angucken. Fänden Sie albern, ja? Ja, aber in einer Beziehung verhalten wir uns genau so, dass der andere ab dann Scheuklappen hat und nur noch mich sehen soll. So ist Leben aber nicht. Also, selbst wenn Sie das verursachen, das klappt nicht, weil das ist nicht das Leben. Gott sei Dank ist das Leben vernünftiger und wenn Sie auch vernünftig sind, sehen Sie hinterher, es ist gar nichts passiert. Was wirklich passiert ist, ist, dass wir uns zusammensetzen, dass man sich an der Hand nimmt und sagt, okay, da ist jetzt eine Situation eingetreten, wie gehen wir damit um? Wir, miteinander. Ja? Also, was suchst du? Was fehlt vielleicht bei uns? Können wir das miteinander verwirklichen? Und oft findet man dann einen Weg. Oder man erkennt wirklich, dass es vorbei ist. Aber viel öfter erkennt man, dass man einfach gar nicht alle Erfahrungen mit einem Partner machen kann. Mit dem einen kann man gut diskutieren, mit dem anderen spielt man tollen Tennis, mit dem dritten geht man ins Bett und wieder mit einem anderen ins Theater. Ja, das ist sehr schwierig, das alles mit einem Partner zu erleben. Also prüfen Sie einmal, wie Ihre Situation ist. Und wenn dann wirklich mal etwas passiert, erkennen Sie, eigentlich ist gar nichts passiert. Sie haben bestenfalls eine Aufgabe miteinander. Und vielleicht besteht die Aufgabe darin, das Leben mit neuen Augen anzuschauen. Das erinnert mich an eine Schulklasse. Das war in den USA, wie Sie sehen können. Die Schulklasse sollte die 7 Weltwunder nennen. Dann haben die aufgeschrieben, die häufigsten Nennungen waren die Pyramiden von Gizeh, das Taj Mahal, der Grand Canyon, der Panama-Kanal, das Empire State Building, der Petersdom im Vatikan, die chinesische Mauer. Das waren die häufigsten Nennungen. Eine Schülerin kam zu einem ganz anderen Ergebnis. Die sagte, sehen, hören, denken, sprechen, fühlen, lachen, lieben. Das sind die Weltwunder. Es sind oft die alltäglichen Dinge, die wir sehen, ohne das Wunder darin zu erkennen. In einer anderen Schule wurde ein Aufsatz geschrieben mit dem Thema, was ich einmal im Leben erreichen will. Prüfen Sie einmal, was Sie schreiben würden, wenn Sie in der Situation wären heute, mit Ihrem heutigen Bewusstsein, derzeitige Situation, derzeitiges Alter, was ich einmal im Leben erreichen will.
Es wäre interessant, vielleicht mal wirklich heute Abend, diesen Aufsatz zu schreiben. Schreiben, nicht nur sich bewusst machen, sondern wirklich aufzuschreiben, was will ich denn alles noch in diesem Leben? Und entscheiden Sie sich, wählen Sie, sagen Sie das jetzt. Und da werden Sie merken, wir haben verlernt zu träumen. Wir müssen das tatsächlich wieder üben. Als Kinder ist das ganz normal. Das ist das ganze Leben ein Traum. Lassen Sie sich Ihren Traum nicht nehmen. Ich erinnere mich zum Beispiel hier an diese kleine Geschichte, die mir gut gefällt. In der Schule wurde eben ein Aufsatz geschrieben, was ich einmal im Leben erreichen will. Und die Kinder beschrieben dann alles Mögliche. Und einer, der noch einen Traum hatte, beschrieb in seinem Traum, in seinem Aufsatz, den Traum von einer Pferdefarm. 100 Hektar groß, mit vielen Stallungen, Häuser für die Bediensteten, mittendrin ein Palast für ihn. Und er bekam eine 5. Und der Lehrer sagte ihm, das ist kein Traum, das ist reine Fantasie. Aber ich gebe dir noch eine Chance. Geh nach Hause, schreib den Aufsatz noch einmal mit einem realistischen Inhalt und dann bekommst du eine andere Note. Und der Junge überlegte einen Augenblick und sagte, wissen Sie was, behalten Sie Ihre 5 und ich behalte meinen Traum. Und viele Jahre später hatte er seinen Traum genauso verwirklicht und lud seinen alten Lehrer ein, sich das anzuschauen. Und da erst erkannte der alte Lehrer, dass er damals in der Klasse nur seine eigenen Grenzen weitergegeben hatte. Also lassen Sie sich Ihren Traum nicht nehmen. Auch wenn Ihr eigener Verstand kommt und sagt, wie soll das denn gehen? Wie wahrscheinlich ist das denn? Hast du das schon mal erlebt? Verwirklichen Sie Ihren Traum und werden Sie so sich und anderen zum Vorbild. Zeigen Sie, dass man jeden Traum verwirklichen kann, einfach indem man vorher nicht aufgibt. Denn die Unmöglichkeiten von heute sind die Selbstverständlichkeiten von morgen. Ein Leben ohne Träume ist ziemlich langweilig. Wozu soll ich morgens aufstehen, wenn da nichts ist, auf das ich mich freue? Also sorgen Sie dafür, dass Sie jeden Tag Grund haben zur Freude. Dass Ihr Leben eine einzige Freude ist. Und dazu brauchen Sie Ihre Träume. Und machen Sie sich auch bewusst, jeder Traum enthält die Kraft, ihn zu verwirklichen. Jeder. Vielleicht schauen wir einmal, ob es doch Grenzen gibt. Wer hat denn einen unmöglichen Traum oder einen großen Traum oder einen schwierigen Traum? Ich möchte, dass meine Praxis voll ist mit Leuten, die meine Hilfe oder ihre Wünsche erfüllen. Sie möchten, dass Ihre Praxis voll ist von Leuten, die Ihre Hilfe brauchen, denen Sie helfen können, Ihre Wünsche zu erfüllen. Jetzt schauen wir ganz konkret hin. Warum ist die Praxis nicht voll mit Leuten? Was ist das Hindernis? Ich kann es Ihnen sagen. Eins habe ich schon erkannt. Sie haben es gerade gesagt. Ich möchte, dass meine Praxis voll ist mit Leuten. Ich möchte etwas, sendet aus, ich habe nicht. Und verursacht, dass ich es auch nicht bekomme. Denn sonst hätte ich ja. Ja? Das heißt, wann immer Sie einen Wunsch haben, verhindern Sie damit seine Erfüllung. Wenn Sie sagen, dem Leben, ich hätte gerne mehr Leute in meiner Praxis, mehr Geld, mehr Gesundheit, mehr, sende ich in Wirklichkeit aus, ich habe nicht, es ist nicht. Und das ist es, was ich bestelle. Und das ist es, was geliefert wird. Das Leben hakt es ab als Erfolg, ja? Er hat gesagt, ich möchte gern, also ich habe nicht viele Leute in der Praxis. Okay, da sorge ich dafür, dass das auch so bleibt. Der Schöpfer hat bestellt. Ja, und jetzt lernen wir einmal richtig zu bestellen beim Universum. Also zunächst einmal, ich habe Ihnen vorhin das Geheimnis schon verraten, steht auch in der Bibel,
Sagen wir es nochmal, dort steht es bei Markus 11, 24, wenn Sie nachlesen wollen, da steht, bittet um was ihr wollt. Um was ihr wollt heißt, gibt keine Grenzen. Ja? Bittet um was ihr wollt, glaubt nur, dass ihr erhalten habt. Und es wird euch werden. Sprich, ich muss es erst in Besitz nehmen. Ich muss es mir zu eigen machen, bevor es werden kann. Wenn ich das nicht tue, wenn ich gerne hätte, habe ich es mir nicht zu eigen gemacht, kann es nicht werden. Verhindere ich selbst erfolgreich meinen Erfolg. Ja, so. Und deswegen bin ich Ihnen sehr dankbar, dass Sie das gesagt haben, weil Sie es jetzt ändern können. Ja? Also, stellen Sie sich eine volle Praxis vor. Stellen Sie sich zufriedene Leute vor, aber glückliche, ja? Menschen, die zu Ihnen kommen, voller Hoffnung und die ganz glücklich Sie verlassen, weil Sie sagen, jetzt habe ich gefunden, jetzt weiß ich, wie es geht. Jetzt bin ich aber froh, dass ich Ihnen begegnet bin. Jetzt sieht mein Leben anders aus. Ja? Und wenn Sie sich das so zu eigen machen, ist es geistig bereits geschehen und muss sich als Ihre Realität manifestieren. Das ganze Geheimnis. Nur da machen die meisten einen Fehler, dass sie dem Leben sagen, ich hätte gerne. Und verursachen damit, ich habe nicht. Und das Leben verwirklicht, dann kriegst du auch nicht. Und hakt das als Erfolg ab. Der Schöpfer hat bestellt, ich habe nicht. Und das Leben liefert das. Schauen wir uns eine andere Situation an. Was könnte man noch sich vom Leben wünschen? Eine Arbeit. Eine Arbeit. Und wo ist das Hindernis? Wenn man Absagen kriegt und überqualifiziert ist? Überqualifikation kann eigentlich nicht stören, wenn Sie das entsprechende Gehalt haben wollen, was dort geboten wird. Aber Sie denken in Job. Warum machen Sie sich nicht selbstständig? Machen Sie sich immer bewusst, wenn Sie einen Job suchen, ist das eigentlich eine Chance, sich selbstständig zu machen. Aber wir denken immer noch, ich warte auf ein Angebot, ich bewerbe mich, ich tue alles, in meinem Job, in meiner Gegend, diese Tätigkeit zu finden. Ich habe das Glück gehabt, dass ich ganz früh für eine Angestellten, für eine unselbstständige Tätigkeit verdorben wurde, indem das Leben mich gezwungen hat, mich selbstständig zu machen. Ich wollte gar nicht. Und im Nachhinein bin ich natürlich unglaublich dankbar dafür. Und dann brauchen Sie nie wieder vom Leben das Angebot eines Jobs. Sie schaffen sich den Job, den Sie gerne hätten. Und dort, wo Sie ihn gerne hätten, Sie haben keine lange Anfahrtzeit. Sie können das nämlich in Ihrem Wohnzimmer machen oder an Ihrem Schreibtisch oder wo auch immer. Und Sie verdienen so viel, wie Sie wollen. Und Sie können nicht gekündigt werden. Und die Arbeitslosigkeit kann 50% betragen, Sie sind nicht arbeitslos. Das ist alles das, was Sie in der Hand haben. Das ist Ihre Chance. Also nehmen Sie die Begrenzungen weg. Ich brauche ein Angebot, die Wirtschaft, die Gesellschaft, die Politiker sollen was tun. Trauen Sie sich wirklich, den Weg der Freude zu gehen. Sagen Sie, was würde ich am liebsten tun? Machen Sie heute Abend in aller Ruhe eine Liste, was mir im Leben am meisten Freude macht. Und finden Sie mindestens ein Dutzend. Ja. Können auch 30 oder 50 werden, ist ganz gleich. Eine lange Liste meiner Freuden. Wir gehen nämlich von der Freude aus, nicht vom Geld verdienen, das ist ein falscher Ansatz. Freude. Und dann, wenn Sie Ihre Liste fertig haben, lassen Sie sich ruhig Zeit, ein paar Tage, wenn Sie wollen, eine Woche. Und dann setzen Sie einmal Prioritäten. Sie nehmen Ihre Liste vor, irgendwann, und stellen fest, was davon ist meine größte Freude? Bekommt die Nummer eins. Zweitgrößte Freude ist das. Drittgrößte Freude ist das. Mehr brauchen wir gar nicht. Drei Freuden. Und dann machen Sie noch eine Liste, was ich gut kann. Was kann ich besonders gut? Was liegt mir?
Also ich kann gut vielleicht Fahrräder reparieren oder Rasen mähen. Sie schreiben das auf, finden Sie auch da am besten ein Dutzend oder mehr, ja, was Sie überdurchschnittlich gut können oder was Ihnen liegt einfach. Also ich habe festgestellt, ich wäre zum Beispiel auch ein sehr guter Koch geworden. Das kann ich einfach. Ich kann riechen, wie das schmeckt. Ich kann aber auch riechen, was fehlt. Ja, ich weiß, also, das weiß man einfach. Und andere sagen, nee, das muss man lernen. Muss man gar nicht. Also es gibt Dinge, die liegen Ihnen einfach. Ja, so. Und das ist die zweite Liste, die Sie machen. Und dann, wenn Sie die fertig haben, fällt Ihnen nichts mehr ein, dann setzen Sie wieder Prioritäten. Also was kann ich besonders gut? Nummer eins. Was kann ich dann noch am besten und das drittbeste? Und dann nehmen Sie aus diesen beiden Listen nur die drei Positionen. Die drei größten Freuden, die drei größten Fähigkeiten. Das ist Ihre Traumtätigkeit. Und jetzt entwerfen Sie eine Tätigkeit, die diese Dinge beinhaltet. Muss nicht alle drei beinhalten, aber ja, Nummer eins sollte auf jeden Fall dabei sein von jeder Seite und vielleicht noch zwei, noch etwas. Und dann machen Sie daraus eine Tätigkeit. Das ist Ihre Berufung. Dafür sind Sie gekommen. Denn Ihre Berufung bedeutet, dass es Ihnen Freude macht. Und natürlich auch, dass Sie die Voraussetzung haben, das zu können. So. Mit dieser Liste machen Sie sich jetzt dran und sagen, auf dieser Tätigkeit werde ich jetzt innerhalb weniger Monate ein Experte. Das heißt, ich lese alle Bücher, die es dazu gibt, die wichtigsten zumindest. Ja, ich lerne alles, besuche Seminare oder treffe Fachleute, gehe auf Kongresse, Messen oder wo ich das finde, was ich brauche, bis ich sehe, ja, jetzt bin ich richtig gut. Dann mache ich mich selbstständig. Das heißt nicht jetzt Montag sagen, ich kündige, sondern ich muss mir erst einmal dieses Neue schaffen. Ich schaffe die Voraussetzung. Und dann schaffen Sie sich eine Tätigkeit, die Ihnen wirklich Freude macht. Und dann kommt noch die geistige Haltung dahinter. Ich gestatte dem Leben, mich fürstlich dafür zu bezahlen, dass ich das tue, was mir ohnehin am meisten Freude macht. Ja? Und ich habe zum Beispiel ganz Extreme zu vereinigen. Ich bin gerne in der Stille, allein. Ich genieße es, allein zu sein. Teneriffa, mein Kloster, absolute Stille, ja, gute Musik natürlich, aber nicht ständig. Stille als Genuss, Stille als Medikament, meditieren, denken, vorstellen, verursachen, sein, erleben. Aber dann natürlich hätte ich gern das Gegenteil, ab und zu, so einmal die Woche, zweimal möchte ich gerne mal ein paar Freunde treffen, dass man wieder Erfahrungen austauscht, Anregungen bekommt, wo die Schwierigkeiten sehen, was die gerne wollen, was ich mache, wie ich es mache. Und dann möchte ich gerne wieder zurückgehen in meine Stille, möchte Dinge verarbeiten, wieder einen Schritt weiterkommen und dann wieder mich mit anderen treffen und die Erfahrungen auszutauschen. Das habe ich mir vor 20 Jahren bewusst gemacht. Ich habe mir in verschiedenen Ländern meine Klöster gesucht, verwirklicht und in verschiedenen Ländern meine Freunde, meine unterschiedliche Freundeskreise. Danke, dass Sie gekommen sind und mir helfen, meinen Traum vom Leben zu verwirklichen. Und ich habe natürlich dem Leben gestattet, mich dafür fürstlich zu bezahlen. Fürstlich heißt nicht, dass ich immer nur genug Geld habe, genug ist nicht genug, ja? Sondern einfach zu viel. Weil Fülle ist ein natürlicher Zustand der Schöpfung. Also gestatten Sie der natürlichen Fülle in Ihrem Leben in Erscheinung zu treten.
Das heißt also, sie stellen so fest, was ihnen am meisten Freude macht, was sie besonders gut können. Sie werden auf einem dieser Gebiete ein absoluter Experte. Und dann gestatten sie dem Leben, genau das zu verwirklichen und sie fürstlich dafür zu bezahlen. Und dann geschieht ein Wunder. Sie freuen sich auf jeden Tag, weil sie genau das verursacht haben, was ihnen am meisten Freude macht. Und weil es kein Muss mehr gibt in ihrem Leben. Prüfen Sie einmal, wo noch ein Muss ist in Ihrem Leben. Zum Militär gehen. Zum Militär gehen. Müssen Sie überhaupt nicht. Wer sagt das? Wenn Sie nicht wollen, Sie können zum Beispiel Ihre Staatsangehörigkeit niederlegen. Können Sie jederzeit machen, gehen zum Notar, sagen, schon gibt es keinen Staat mehr, der Sie einziehen kann. Ja? Ist natürlich ein hoher Preis, vielleicht. Vielleicht wollen Sie den Preis nicht zahlen. Vielleicht gibt es dann Zivildienst bei Ihnen oder einen anderen Ausweg. Also Sie müssen einfach entscheiden, der Staat will etwas von mir, zum Beispiel Steuern wollen die auch oft. Ja? Und, ja. Ja, wenn das noch so wäre wie in der Bibel, dass man den Zehnten gibt, würde man ja gerne machen. Aber die sind ja nicht zufrieden mit dem Zehnten, die wollen ja gleich mehr. Und trotzdem gibt es überall Möglichkeiten. Das heißt also, Sie müssen sich zunächst einmal informieren, wenn ich eingezogen werde, welche Möglichkeiten gibt es, das zu vermeiden und welchen Preis bin ich bereit zu zahlen. Wo es eine Aufgabe gibt, gibt es immer eine Lösung. Und meistens gibt es nicht nur eine Lösung, sondern mehrere Lösungen. Und dann suche ich mir die Lösung aus, die mir am ehesten entspricht. Ja, und was ist, wenn man an zeitliche Grenzen gebunden ist? Was heißt das, an zeitliche Grenzen gebunden zu sein? Wie geht das? Also wir wollen gern umziehen, können auch nicht umziehen, weil das große Kind noch 2 Jahre bis zum Abitur hat und auf keinen Fall den Kreis verlässt. Mein Kind würde nie mein Leben bestimmen. Dann macht das Kind die Erfahrung, dass es mal in eine neue Umgebung geht und neue Freunde gewinnt. In Amerika ist das ganz üblich, dann sind sie normalerweise nicht mal ein Jahr in einem Bereich, dann sind sie im Dreivierteljahr schon wieder woanders und dann wieder woanders und wieder woanders. Ja? Und ein Kind sagt, ich gehe da nicht raus, sagst du, gut, dann bleib du da, wir gehen raus. Dann musst du für dich sorgen. Also wir müssen einmal aus diesem Muss rausgehen, dass irgendwer sagt, nein, ich will das nicht, weil ihm das unbequem ist. Müssen Sie einige Unbequemlichkeiten auf sich nehmen, jahrelang, nur weil das Kind keine Unbequemlichkeit haben will? Da stimmt irgendwo was nicht. Das ist kein Miteinander, das ist Diktatur. Dann können Sie sagen, okay, dann musst du auch für dich sorgen. Wenn du das willst, okay, wir wollen was anderes. Und dann fängt er an, erwachsen zu werden. Sie müssen überlegen, ob Sie Ihr Leben von anderen bestimmen lassen oder ob Sie Ihr Leben bestimmen. Ich bestimme mein Leben selbst. Und meinen Kindern habe ich gesagt, du, wenn wir ziehen jetzt in dieses Haus und wenn du da bleiben willst, musst du dich entscheiden. Ja? Aber wir ziehen jetzt hier hin und du hast dir die Eltern und die Zeit und diese Umgebung ausgesucht, also machen wir das auch miteinander. Meine Tochter wäre gerne in Freiburg geblieben, hat ihr so gut gefallen. Sie kannte es einfach nicht anders. Sie ist da aufgewachsen und das war ihr vertraut und alles neu war nicht so schön. Sie wollte gern. Ja, und heute ist sie sehr froh, dass sie diesen Schritt getan hat. Aber machen Sie sich immer bewusst, es ist Ihre Wahl. Nur weil ein Kind keine Unbequemlichkeit haben will, sollten nicht die Eltern große Unbequemlichkeiten auf sich nehmen müssen. Müssten sie nicht. Machen wir uns auch bewusst, dass in jedem Augenblick Sie Ihr ganzes Leben ändern können. Also prüfen Sie einmal, jedes Muss aus Ihrem Leben zu entfernen. Und erkennen Sie, es ist gar kein Muss. Es ist nur dann ein Preis zu zahlen. Es sind dann Dinge zu tun. Haben wir noch irgendwas, Beispiel, was man muss, was man nicht ändern kann? Man muss sich entscheiden. Man muss sich entscheiden. Nein, muss man nicht. Sie müssen sich überhaupt nicht entscheiden. Nur wenn Sie sich nicht entscheiden, passiert auch nichts. Und dann zahlen Sie diesen Preis. Aber Sie müssten nicht. Sie können sagen, ich entscheide mich nicht.
dann geben Sie einfach die Führung in Ihrem Leben ab. Dann bestimmen die Umstände, die anderen, der Zufall Ihr Leben. Und meistens wird Ihnen das nicht gefallen, was dabei rauskommt. Aber Sie mussten sich nicht entscheiden. Nur wenn Sie das haben wollen, was Sie wollen, dann sollten Sie sich entscheiden. Aber dann sollten Sie sich nicht entscheiden müssen, sondern dann sollten Sie frohen Herzens diese Chance nutzen, wählen zu können. Also wir machen uns bewusst, halten wir fest, Fazit, bis jetzt, keiner muss müssen. Ich kann jedes Muss aus meinem Leben entfernen. Lassen Sie uns doch mal miteinander eintreten in das faszinierende Abenteuer dieses Augenblicks. Und machen wir uns bewusst, in diesem Augenblick jetzt ist alles möglich. Eine Situation kann noch so verfahren oder aussichtslos sein. In diesem Augenblick jetzt kann ich alles ändern, kann meinen Wunschtraum verwirklichen. In diesem Augenblick jetzt kann ich mich wieder erinnern, wer ich wirklich bin und leben als vollkommenes, ewiges Sein. Das heißt auch, ich bin vollkommen gesund. Es gibt keine Probleme, nur Situationen, Umstände, Aufgaben. Und es ist keiner mehr da, der leiden könnte, denn ich kann ja alles ändern. In diesem Augenblick kann ich die Einladung des Lebens annehmen, diese Schöpfung mitzugestalten. In diesem Augenblick kann ich in jedem anderen wieder den als Mensch verkleideten Gott erkennen. Einen Gott kann ich nicht kritisieren, brauche ich nicht zu ändern. Er ist. Also kann ich jeden Menschen so annehmen, wie er ist. In diesem Augenblick bin ich damit ein idealer Partner und lebe sofort in einer harmonischen Beziehung. Weder ärgere ich mich, noch kann man mit mir streiten, denn auch ich bin. In diesem Augenblick liegt das Leben vor mir wie ein aufgeschlagenes Buch und wartet auf meine Eintragung. Das Leben kann mir nichts verweigern, was ich jetzt verursache. Aber diese Macht liegt nur in diesem Augenblick jetzt. In diesem Augenblick jetzt erkenne ich das Leben als Spiel und ich bin am Zug. Das Leben wartet auf meine Anweisungen. Und die wichtigste Anweisung bin ich selbst. Also gehe ich jetzt einmal in eine harmonische Schwingung. Ich stimme. Fühle mich in mir wohl und verursache damit ein Leben, das mir entspricht. Und jetzt machen wir mal eine Pause und versuchen Sie einmal in dieser Energie zu bleiben. In dieser Energie, dass alles möglich ist, dass Sie alles vom Leben haben können, dass Sie jedes Muss loslassen können. Bleiben Sie in dieser Energie, ich bin ein Schöpfer und ich bestimme mein Leben und gestalte meine Zukunft. Es geht weiter um 11 Uhr. Ich bedanke mich. Bis gleich. Danke.